Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es freut mich wirklich, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Ich bin heute wieder mit Annika und wir sprechen heute über die Möglichkeiten, die es gibt, mit der fachgebundenen Hochschulreife und mit der Fachhochschulreife Medizin zu studieren. Für alle da draußen, die jetzt nicht die allgemeine Hochschulreife haben und sich überlegen, Medizin zu studieren und den Traum vom Arztberuf oder Zahnarztberuf realisieren möchten, die sollten jetzt alle dranbleiben, denn wir haben gründlich recherchiert, welche Möglichkeiten es gibt, Medizin oder Zahnmedizin mit der Fachhochschulreife oder der fachgebundenen Hochschulreife in Deutschland, aber auch im Ausland zu studieren. Bleibt dran! Generell gilt, dass man in Deutschland die allgemeine Hochschulreife benötigt, wenn man Medizin oder Zahnmedizin studieren möchte. Das heißt, dass der Anspruch bei diesen beiden Studiengängen höher ist als bei anderen Studiengängen. Wir sehen hier zum Beispiel an unserer Tafel, haben wir aufgezeigt, dass man mit der Fachhochschulreife an Fachhochschulen studieren kann, mit der fachgebundenen Hochschulreife, die man zum Beispiel durch ein Berufsgymnasium im Gesundheitsbereich oder Technikbereich absolvieren kann, kann man auch an Fachhochschulen studieren, aber man kann eben auch an manchen Studiengängen an der Universität studieren. Human- und Zahnmedizin allerdings sind davon ausgenommen. Annika, kannst du jetzt vielleicht erzählen, welche Möglichkeiten es trotzdem gibt in Deutschland mit der fachgebundenen Hochschulreife und mit der Fachhochschulreife Medizin zu studieren? Genau, also es stimmt einerseits, was Marcel gesagt hat, weil es ist ja so, in Deutschland für die medizinischen Studiengänge bewirbt man sich ja über Hochschulstart. Und da braucht man eben eine Hochschulreife, um sich dort für Medizin und Zahnmedizin bewerben zu können. Es gibt aber ein paar Ausnahmen, zum Beispiel haben wir die Uni Mainz dorthin geschrieben. Es gibt aber noch ein paar mehr und auch für Zahnmedizin gibt es viele Unis. Es ist aber sehr, sehr kompliziert, weil jede Uni da quasi so ihr eigenes Ding macht. Es ist aber so, zum Beispiel in Mainz, unterstützen die quasi fachgebundenes Personal. Das heißt, wenn man eine Ausbildung im medizinischen Sinne gemacht hat und eben eine Fachhochschulreife hat, kann man dann auch damit Medizin studieren. Dafür muss man aber mit eben einem Meister oder mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, mit einer guten Note, also man muss mindestens 2,5, am besten besser haben und 3 Jahre Berufserfahrung, dann kann man eben zur Uni Mainz gehen, dort an einem Auswahlgespräch teilnehmen und sich quasi vorstellen. Und dann bekommt man eben eine Zulassung, mit der man sich dann über Hochschulstart für Medizin bewerben kann. Also ihr merkt schon, es ist ein bisschen komplizierter. Man braucht viel Berufserfahrung, man braucht eine Ausbildung oder einen Meister oder eine ähnliche Qualifikation. Muss sich dann erstmal bei der Uni bewerben, dann erstmal die Unterlagen bekommen, mit denen man sich dann bewerben kann. Und da muss man eben den Platz noch bekommen. Und Studienplätze für Medizin und Zahnmedizin sind ja sowieso sehr begehrt und es gibt auch nicht so viele, weshalb sich eben für diese Plätze dann eben nochmal mehr Leute bewerben und es auch nur sehr wenige Plätze sind, die eben so vergeben werden an Leute ohne Abitur. Deswegen ist es nicht so einfach, darüber einen Platz zu bekommen, es ist aber möglich. Okay, das klingt doch auf jeden Fall schon mal nach einer Option. Man muss natürlich sagen, die Chancen sind sehr gering. Du hast es ja vorher im persönlichen Gespräch auch mal erwähnt, dass du, wie viele Plätze gibt es zum Beispiel in der Uni Mainz? Was schätzt du denn da ungefähr? Ja, es sind wahrscheinlich pro Jahrgang nicht mehr als 3 Plätze. Ja. Weil es gibt ja eh, zum Beispiel allein für Zahnmedizin gibt es ja an den meisten Unis eh irgendwie nur 40 Plätze. Oder für Humanmedizin 100, 200. An großen Unis wie Frankfurt sind es ein paar mehr. Aber da ist eben der Großteil erstmal an deutsche oder europäische Studenten, dann ist nochmal ein Teil extra nur für außerhalb EU-Studenten. Genau. Und dann ist eben nur noch ein ganz kleiner Teil übrig. Dann noch ein Teil, der für Leute mit Härtefallantrag aufgehoben wird und dann die vergeben wird. Das ist eben nur Leute, ein unglaublich kleiner Teil. Leute, die mit über 2 Studiengänge genau. Dann sich beworben haben. Also es gibt ja so viele Quoten und diese Quote ist halt die kleinste. Und es gibt locker 300, 400 Bewerber auf diese 3 Plätze. Und von daher ist es halt wie Lotto spielen. Klar, es schadet nicht, sich zu bewerben, aber das jetzt als einen Plan zu verfolgen und dann in Kauf zu nehmen, vielleicht auch mal ein Jahr lang nichts zu machen, wenn man da nicht genommen wird. Also das ist keine Option. Ihr solltet auf jeden Fall einen Plan haben und wie ihr jetzt auf jeden Fall, jeder von euch da draußen, an seinen Studienplatz kommt, auch wenn er zum Beispiel keine reichen Eltern hat und sich nicht das Studium an einer Privatuni finanzieren kann, das erklären wir euch jetzt. Die erste Option ist die Slowakei. Das ist die beste Option, was die Uni betrifft, aber nicht die beste von der finanziellen Seite. Die Slowakei ist in der EU, also Mitgliedstaat der EU und deswegen ist das Studium
automatisch und direkt per Gesetz in Deutschland automatisch anerkannt. Das heißt, euer Abschluss in der Slowakei ist automatisch anerkannt. Ihr könnt dort studieren und dann direkt in Deutschland sofort arbeiten. 5 Tage dauert die Anerkennung, dann habt ihr die deutsche Approbation und dann fangt ihr an zu arbeiten. Man kann dort an 2 Studienstandorten mit Fachhochschulreife studieren, obwohl es insgesamt 3 Studienstandorte gibt. Die eine Uni akzeptiert aber nur die allgemeine Hochschulreife. Die anderen 2, das sind Bratislava, die Hauptstadt, und St. Martin. Das ist die Comenius-Universität und die Uni St. Martin. Hier könnt ihr Zahnmedizin studieren. Die Studiengebühren liegen hier bei 13.000 Euro. Oder Humanmedizin, hier liegen die Studiengebühren bei 9.000 Euro pro Jahr. Das sind auf den Monat gerechnet mit den Lebensunterhaltungskosten. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt, weil die Lebensunterhaltungskosten in jedem Land unterschiedlich hoch sind. Und in Mainz zum Beispiel solltet ihr mit 800 bis 900 Euro monatlich rechnen. Hier in der Slowakei habt ihr Studiengebühren, in Mainz nicht. Aber die Lebensunterhaltungskosten sind deutlich geringer oder zumindest in St. Martin etwas geringer. Slowakei ist noch ein Land, wo die Studiengebühren, die Lebensunterhaltungskosten relativ hoch sind im Vergleich zu den anderen Ländern, die ich hier aufliste. Monatlich solltet ihr mit 1750 Euro insgesamt, also Lebensunterhaltung und Studiengebühren, rechnen im Monat und für Humanmedizin 1400 Euro pro Monat. Also das sind eure monatlichen Kosten in der Slowakei für ein Studium. In Mainz jetzt mal als Beispiel für Deutschland solltet ihr halt insgesamt mit 800, 900 Euro pro Monat rechnen. Also schon sehr teuer die Slowakei, aber wer es finanziert bekommt, und der kann das natürlich machen. Und wie man es sich finanziert, das erklären wir euch auch im weiteren Verlauf des Videos. Jetzt kommen wir zu Mazedonien. Mazedonien ist eine ganz, ganz tolle Option, wo auch jedes Jahr immer mehr Deutsche hingehen, die die fachgebundene Hochschulreife haben oder die Fachhochschulreife. Denn hier kann man in Skopje, Mazedonien, also das ist Nordmazedonien, da kann man Zahn- und Humanmedizin studieren. Das kostet nur 6.000 Euro Studiengebühren pro Jahr. Das sind 850 Euro pro Monat mit Lebensunterhaltungskosten. Also alles zusammen in etwa so teuer wie in Deutschland. Vielleicht sogar ein bisschen billiger. Dafür könnt ihr halt ein weitaus besseres Leben führen als zum Beispiel Deutschland. Und Skopje ist eine richtig coole Stadt, ein richtig cooles Land, coole Stadt und eine richtig coole Uni, wo es jedes Jahr mehr Deutsche hinzieht. Denn Mazedonien ist zwar nicht in der EU, aber das Studium ist problemlos in Deutschland anerkannt. Und das ist halt richtig, richtig cool. Und ich denke, das ist eine Option für alle von euch. Also ich finde, wer Medizin studieren sollte heutzutage, der sollte das auf jeden Fall wahrnehmen, diese Möglichkeiten. Denn heutzutage leben wir in einer internationalen Welt. Wir haben die Möglichkeiten, wir haben unglaubliche Möglichkeiten, die es früher nicht gab. Und wenn ich an eurer Stelle war, ich studiere ja auch Zahnmedizin im Ausland, Annika auch. Wir sind in Sofia, wir haben die allgemeine Hochschulreife. Aber wenn ich damals die fachgebunden hätte, dann hätte ich auf jeden Fall genau das gemacht. Und noch ein weiterer Vorteil in Skopje ist, das Studium dauert nur 5 Jahre für Zahnmedizin und das erste Jahr sogar ist komplett online. Das heißt, man würde es im ersten Jahr sogar noch schaffen, nebenbei zu arbeiten. Man kann natürlich in Deutschland die Zeit verbringen, kann nebenbei ein bisschen arbeiten, dann wird es natürlich noch einfacher, sich das zu finanzieren, und man hat auch keinen Eignungstest am Anfang. Also man kommt direkt eben in den Studiengang rein, kann sofort anfangen und hat eben nicht dieses Zittern und Bangen, was ich vor meinem Studium hier hatte, ob ich überhaupt den Test schaffe und ob ich mir schon eine Wohnung suchen soll, ob ich schon alles in Deutschland kündigen soll, weil ich eben noch nicht wusste, ob ich die Zulassung bekomme. Genau, das ist halt nochmal ein weiterer Vorteil. Wer Sie jetzt fragt, das ist ja hier kürzer, das Studium, ist das anerkannt? Ja, ich habe tatsächlich nachgeschaut und in der Richtlinie auch der EU, obwohl Mazedonien jetzt nicht in der EU ist, steht auch ganz klar, dass der Studiengang, um anerkannt zu werden, zwischen 5 und 6 Jahre bei Zahnmedizin dauern darf und nicht unbedingt 6 Jahre dauern muss. Und deswegen wird er auch anerkannt, wenn es nur 5 Jahre ging. Man muss dazu sagen, ich in Sofia, wir haben ja zwar, also bei uns sind es im Endeffekt, in Deutschland sind es 5,5 Jahre, so lange dauert das Studium, vielleicht 5 Jahre und 3 Monate. In Sofia, in den meisten Unis ist es auch nicht viel länger, also es ist jetzt kein Jahrunterschied, sondern letzten Endes ist es bei uns halt, nochmal
es ist halt bis März, also von Oktober bis März geht halt das sechste Jahr quasi, es sind 5 Jahre und dann halt noch ein paar zerquetschte. Man hat halt noch das Staatsexamen. Hier ist es halt noch mal ein paar Monate kürzer. Das sind vielleicht noch mal 4 Monate, die ihr euch spart hier, aber es ist halt trotzdem cool. Ja. Genau, und dass man keinen Test schreiben muss, das ist natürlich auch noch mal ein Vorteil. Kommen wir jetzt, wenn ihr da Fragen noch mal mehr habt dazu, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ich habe meine Kontaktdaten unten in der Infobox angegeben und ich antworte jeden. Das biete ich hier auf meinem Kanal an, auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, wenn ich Klausuren habe oder einfach sonst was zu tun habe. Aber ich antworte wirklich jeden und ihr könnt mir auch WhatsApp schreiben oder auf Instagram. Beides habe ich euch unten verlinkt. Dann kommen wir zu Serbien. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen was über Serbien erzählen? Genau, in Serbien ist das eigentlich genauso wie in Mazedonien. Es kostet auch 6.000 Euro im Jahr. Da kann man nur Humanmedizin studieren. Das ist auch eine super schöne Stadt. Eigentlich sehr ähnlich vom Aufbau und allem wie in Skopje, in Mazedonien. Und auch vom Preis eben nimmt sich das nicht viel. Muss man sich dann überlegen, was man schöner findet, wo man lieber hin will. Würde ich auch einfach empfehlen, mal hinzufliegen oder einfach mal bei Google Maps zu gucken oder generell Google Bilder. Und sich das mal so ein bisschen anzugucken, was einen irgendwie mehr anspricht. Aber ich denke, von den Kosten, auch von den Lebenshaltungskosten, wird sich es ungefähr beim gleichen einpendeln. Und eben auch günstiger eigentlich als in Deutschland zu studieren. Genau. Kannst du jetzt noch ein bisschen was über das BAföG erzählen? Da kennt sich Annika besonders gut aus, weil sie jetzt selber BAföG bekommt. Auch wenn sie jetzt in Sofia, in der Hauptstadt von Bulgarien, studiert, glaube ich, ist es so dennoch das Gleiche und Annika hat sich da sehr gut informiert. Also, welche Möglichkeiten gibt es, über das BAföG sich das Studium zu finanzieren und für wen kommt das in Frage? Genau, also am einfachsten ist es einfach mal BAföG-Rechner zu googeln und da mal so grob seine Daten einzugeben. Dann weiß man schon mal, ob man das bekommen würde oder nicht. Aber man bekommt, wenn man im Ausland studiert, einfacher BAföG als in Deutschland im Inland, weil man eben im Ausland höhere Kosten hat und deswegen mehr BAföG bekommt, besonders im ersten Jahr. Also ich komme aus einer ziemlich mittelständigen Familie. Ich glaube, in Deutschland hätte ich gar kein BAföG bekommen. Mein regulärer BAföG-Satz war auch super niedrig. Aber dadurch, dass ich eben im Ausland studiere und Studiengebühren habe, kriegt man viel, viel mehr bezuschusst. Zum Beispiel ist es so, man bekommt, das gilt leider nur fürs erste Jahr, aber das ist ja schon mal super viel. Im ersten Jahr bekommt man einen Zuschuss zu den Studiengebühren. Und man bekommt eben einen Zuschuss von bis zu 4.600 Euro. Da unsere Studiengebühren das übersteigen, kriegt man eben diese vollen 4.600 Euro. Und das Gute ist, die kriegt man halt geschenkt. Die muss man nicht mal zurückzahlen. Und den Rest vom BAföG muss man nur 50% zurückzahlen, aber auch nur maximal bis 10.000 Euro. Das heißt, man kann sich einfach nicht hoch verschulden, weil man, besonders wenn man Arzt oder Zahnarzt dann am Ende ist und 10.000 Euro BAföG Schulden hat, kann man die ja relativ einfach zurückzahlen. Und das BAföG-Amt bietet einem da auch gute Optionen an, das auf lange Sicht zurückzuzahlen. Und deswegen sollte man immer versuchen, BAföG zu bekommen, auch wenn man glaubt, man würde es nicht bekommen. Und einfach sich ans zuständige Amt melden und einfach die Unterlagen hinschicken. Genau, und jetzt nur mal, um das Ganze in Relation zu stellen, als Arzt verdient ihr bereits im ersten Jahr zwischen 70 und 80.000 Euro am Krankenhaus. Ja, ich weiß, wenn man googelt und nach den Tarifverträgen schaut, dann steht da 40.000 Euro. Das ist allerdings ohne Nachtzuschläge und ohne Überstunden. Und wäre natürlich toll, ja, wenn ein Arzt 40 Stunden arbeitet, aber nein, ihr arbeitet halt 70 und 80 Stunden und deswegen ist auch das Gehalt eher bei 70.000 bis 80.000 Euro, was ihr im ersten Jahr allein schon verdient. Und das ist jetzt noch ohne irgendwelche Zusatztätigkeiten oder so, allein während dem ersten Jahr in der Assistenzzeit. Und da seht ihr, da sind dann auch, wenn ihr was von BAföG zurückzahlen müsst, die 50% dann. Das ist dann nicht mehr, also es darf ja nicht mehr als 10.000 sein, aber selbst wenn ihr jetzt, sagen wir mal, 10.000 Euro BAföG-Schulden habt, ist das überhaupt kein Problem. Das könnt ihr im ersten Jahr locker zurückzahlen. Und was auch noch eine gute Alternative ist, besonders weil wahrscheinlich viele, die Fachabitur haben, auch eine Ausbildung gemacht haben oder auch ohne Ausbildung, kann man das Studium im Ausland viel, viel besser von der Steuer absetzen. Dazu Genau. können wir auch nochmal ein separates Video machen, weil es ein bisschen komplizierter ist, aber nur kurz grob zusammengefasst. Eine Ausbildung ist ja steuerlich absetzbar, weil es quasi eine Investition ist in die Bildung. Und besonders eine Zweitausbildung, also wenn man vorher schon einen Studiengang abgeschlossen hat oder eine Ausbildung gemacht hat, kann man quasi unbegrenzt viel jedes Jahr absetzen.
Und das ist eben der Unterschied. In Deutschland hat man hohe Lebenshaltungskosten, aber geringe Studienkosten, weil es ja in Deutschland quasi kostenlos ist. Ja. Dementsprechend kann man in Deutschland kaum was jeden Monat absetzen. Aber da Genau. wir im Ausland studieren, haben wir eben niedrige Lebenshaltungskosten, aber sehr, sehr hohe, oder was heißt sehr hohe, aber der größte Teil sind halt Studienkosten. Und die kann man komplett absetzen. Also ich kann Flüge Das nach heißt, ihr könnt Sofia viel absetzen. mehr verhältnismäßig absetzen, Genau. als es in Deutschland möglich wäre. Und Und ich ja. mache das immer mit einem Verlustvortrag. Das heißt, ich schreibe alle Kosten, die ich habe, Studiengebühren, Flüge, Materialkosten, alles in meine Steuererklärung als Verlustvortrag. Das heißt, das Geld wird mir quasi angerechnet und wenn ich dann nach dem Studium Geld verdiene, kriege ich das von meinen Steuern abgezogen und zahle dann die ersten ein, zwei Jahre halt überhaupt keine Steuern, Ja. weil es mir eben angerechnet wird, weil ich so hohe Kosten hatte. Und dementsprechend kann man dann halt super einfach BAföG und alles zurückzahlen, wenn man quasi ein, zwei, drei Jahre, je nachdem, komplett steuerfrei arbeitet. Ja, und das Und ist ja. halt richtig cool, eine richtig gute Möglichkeit. Und genau, wenn ihr eine Ausbildung im medizinischen Bereich habt, könnt ihr komplett alles zurück bekommen. Und wenn ihr es eben nicht im medizinischen Bereich habt, dann könnt ihr auch einen Teil davon absetzen. Wenn ihr jetzt aber Genau. zum Beispiel MFA seid, zahnmedizinische Fachangestellte, medizinische Fachangestellte, Pflegekraft, Krankenpfleger, Zahntechniker, dann könnt ihr die kompletten Studiengebühren, die kompletten Reisekosten, die Flugkosten, wenn ihr mit dem Auto mal nach Mazedonien fährt, alles könnt ihr absetzen, die Bücher, also wirklich alles, was euch in den Sinn kommt, was mit eurem mit eurer Ausbildung oder eurem Standort im Ausland zu tun hat, könnt ihr dann rückwirkend von der Steuer geltend machen. Wohingegen, wenn ihr halt jetzt noch keine Ausbildung im medizinischen Bereich habt, könnt ihr auch etwas absetzen, aber ja, nicht alles. Und das erklären wir euch gerne nochmal in einem weiteren Video, welches wir euch unten unter der Infobox verlinken. Aber das macht das Studium im Ausland einfach nochmal viel, viel günstiger. Ja. Besonders wenn man dann in Mazedonien oder in Serbien studiert, wo man eh schon Kosten vergleichsweise mit Deutschland hat, davon aber viel, viel mehr absetzen kann, ist man im Endeffekt halt viel günstiger weg, als wenn man in Deutschland studieren würde. Und der große Vorteil ist, dass wo wir studieren oder auch Mazedonien und Serbien, man viel längere Semesterferien hat. Ja. Beziehungsweise in den Semesterferien wirklich frei hat. In Deutschland im Medizin- oder Zahnmedizinstudium, man hat viele praktische Kurse in den Semesterferien oder muss Praktika und Formulaturen machen. Wir haben aber wirklich frei. Das heißt, besonders wenn man eine Ausbildung hat oder auch ich ohne Ausbildung, kann halt dann einfach zwei, drei Monate am Stück in Deutschland arbeiten. Und das, so viel könnte ich halt niemals während dem Studium arbeiten, wenn ich in Deutschland studieren würde. Richtig, also wenn ihr jetzt gerade eine Ausbildung habt als Krankenpfleger zum Beispiel, dann könnt ihr da werdet ihr auch immer einen Job finden. Also wir haben ja auch eine Freundin, die Krankenschwester ist und die arbeitet immer, wie lange? Die hatte tatsächlich 3 Monate letzten Sommer gearbeitet in Deutschland, hat da, wie viel hat sie da verdient? 6.000 Euro, Genau. glaube ich, Viele oder? gehen auch in die Schweiz mit ihrer Ja. medizinischen Ausbildung, da verdienen Dein die halt Freund noch macht das mehr. ja, genau. Ist halt auch nochmal richtig schlau. Und da verdient man halt allein, also jetzt zum Beispiel, wenn ihr Krankenpfleger seid, würdet ihr wahrscheinlich allein die Studiengebühren in den Sommerferien schon wieder wettmachen. Und genau, also es ist wirklich eine tolle Sache. Wir haben auch wirklich 3 Monate hier an allen Unis, wirklich 3 Monate Sommerferien alleine und dann nochmal, das kommt dann auf die Uni an, 1 bis 2 Monate im Winter. Das ist dann aber auch wirklich, also mit Ostern eingenommen und Weihnachten, dann nochmal 2 Monate im Winter. Aber ja. Teilweise auch ein bisschen weniger, es kommt auf die Uni dann an. Also man hat aber wirklich nochmal die Möglichkeit, während dem Studienjahr zu arbeiten. Jetzt kommen wir noch zu Chancen-EG. Chancen-EG, das könnt ihr mal googeln, ich verlinke es euch auch unten. Das ist eine Stiftung und dort könnt ihr eure Studiengebühren komplett finanziert bekommen. Das bekommt ihr für die genannten Länder auch wirklich. Also jeder, den ich kenne, der hier einen Antrag gestellt hat, der hat auch wirklich die Studiengebühren komplett übernommen bekommen. Allerdings muss man die halt zurückzahlen nach dem Studium. Aber das Faire ist halt, dass es einkommensabhängig ist. Das heißt, egal was ihr später macht, selbst wenn ihr, keine Ahnung, irgendwie drogensüchtig werdet und auf der Straße landet, keine Ahnung, wenn ihr weniger als 4.000 Euro verdient, dann müsst ihr gar nichts davon zurückzahlen. Nie. Und da wird auch euch auch keiner hinterherlaufen. Aber wenn ihr mehr als 4.000 Euro verdient, müsst ihr, ich glaube, es sind 7 oder 10 Jahre, ich bin mir nicht ganz sicher, müsst ihr, ich glaube, es sind 7 Jahre, dann müsst ihr 7 Jahre lang 10% von eurem Einkommen, wenn ihr mehr als 40.000 verdient,
zurückzahlen. Das heißt, wenn ihr jetzt nur halbtags als Zahnarzt oder Arzt arbeitet, müsst ihr gar nichts zurückzahlen. Aber wenn ihr Vollzeit arbeitet, dann müsst ihr anfangen, eben 10% zurückzuzahlen und das eben über die, ich glaube, 7 Jahre dauert. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das schaut ihr lieber nochmal in Ruhe an auf der Seite von Chancen.eg. Da wird das Ganze im Detail erklärt, wie es funktioniert. Es ist wirklich eine gute Sache. Wer jetzt nicht die Möglichkeit hat, BAföG zu bekommen, aus welchem Grund auch immer, also zum Beispiel wer jetzt schon ein Studium angefangen hat, dann vielleicht nach 4 Semestern, 5 Semestern abgebrochen hat, der hat ja nicht das Anrecht auf diese 900 Euro monatlich, sondern eventuell nur auf diese 4.600 Euro. Dann reicht es vielleicht nicht mit der Finanzierung. Der sollte sich dann Chancen.eg anschauen. Für den wäre dann das Mittel der Wahl, um das Studium zu finanzieren. Aber wie gesagt, jeder findet einen Weg, jeder hat Möglichkeiten, erstmal einen Studienplatz zu bekommen und dann zweitens auch das Ganze finanziert zu bekommen. Und wenn ihr irgendwo Probleme noch habt und sagt, ich komme hier nicht weiter, für mich, in meinem persönlichen Fall, sehe ich hier keine Möglichkeit, könnt ihr mir auch gerne schreiben oder wenn ihr auch sonst Fragen habt. Ich habe es ja bereits erwähnt, Infodaten sind unten in der Infobox, Kontaktdaten und ihr könnt mir auf WhatsApp oder auf Instagram schreiben, das ist kein Problem, denn ich bin mir sicher, dass jeder von euch jetzt eigentlich Wege sehen müsste, wie er Arzt wird und in Deutschland arbeiten kann. Ja, Annika, hast du noch was beizusteuern an Informationen für die Leute, die jetzt die Fachhochschulreife oder die fachgebundene Hochschulreife haben? Oder wer ist das jetzt gewesen? Ja, also ich glaube, das war es jetzt. Also ich würde natürlich allen empfehlen, wenn euer Traum ist, Medizin oder Zahnmediziner zu werden, das auf jeden Fall den Schritt zu wagen, ins Ausland zu gehen. Es lohnt sich. Ja, und was mir jetzt gerade noch einfällt, ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel gar nicht wisst, was für eine Hochschulreife oder was für einen Abschluss ihr eigentlich gerade habt, also wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe nur einen Realschulabschluss, aber ich habe eine Ausbildung gemacht, wie ist es denn dann, Annika? Kannst du da vielleicht ein bisschen was darüber erzählen? Also wichtig ist halt, dass ihr dann immer euch informiert, wie komme ich da hin? Und eigentlich überall, egal wo ihr steht, mit Hauptschulabschluss, was auch immer, das könnt ihr immer erreichen. Die allgemeine Hochschulreife kann man auch immer erreichen, aber das ist halt teilweise mit ein bisschen, mit mehreren Jahren nochmal zurück in die Schule zu gehen oder nochmal einen Meister zu machen, verbunden. Aber die Fachhochschulreife und die fachgebundene Hochschulreife, die kann eigentlich jeder von euch in absehbarer Zeit schnell bekommen und damit dann halt ins Ausland gehen. Aber Annika, vielleicht kannst du da nochmal ein paar Worte dazu. Oder wollen wir es in einem separaten Video machen, weil ich glaube, das ist jetzt schon sehr lang. Okay, oder? Gut. Weil dann würde ich jetzt einfach Schluss machen sagen, wenn ihr wissen wollt, dann guckt euch das nächste Video an. Da reden wir mehr darüber, wie man die bekommt. Ja, sagt doch das jetzt einfach und dann machen wir das Ding gleich. Und wenn ihr überhaupt dann... Das ist ein relativ umfangreiches Video. Ja, das ist nochmal ein bisschen umfangreicheres Video. Also wenn ihr da genauere Fragen zu habt, dann machen wir dazu jetzt noch ein Video. Also guckt euch einfach das nächste an. Da erklären wir ganz genau, wie man eben an diese zwei verschiedenen Abschlüsse kommt, was okay, das super. Überhaupt ist. Und dann erklären wir es nochmal ein bisschen genauer. Alles klar, dann verlinke ich euch das weiterführende Video jetzt unten in der Infobox. Bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Und wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, schreibt mir einfach eine Nachricht. Und ich melde mich dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn wir euch weitergeholfen haben. Abonniert den Kanal und teilt das Video mit Freunden, die vielleicht auch noch nicht wissen, was sie mit der fachgebundenen Hochschulreife jetzt alles anstellen können oder was sie machen sollen. Freunde, die vielleicht auch gerne Ärzte wären oder vielleicht auch im medizinischen Beruf arbeiten und vielleicht lieber doch wirklich Arzt werden möchten oder Zahnarzt werden möchten. Und dann, bis dann, euer Marcel und Annika. Tschüss. Ciao.